Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Heute geht's auf große Mission, Probefahrt mit dem TX25 GTI, ne? Ja. Und ich habe mir überlegt, da der Patrick so fleißig daran rumgeschraubt hat und er auch so neugierig ist, was das Fahrwerk betrifft, fahren wir beide jetzt mit dem Auto, ohne Sven, ohne Micha. Und ich bin mal gespannt, was uns erwarten wird. Du sagst, wir kommen ohne Probleme los, ja. Und wir kommen auch ohne Probleme wieder, ja. Außer Spaltmangel, ne? Außer Spritmangel eventuell, ja. Hast du, hast du Raketen mit? Nö, noch nicht einstecken. Ich habe Raketen mit, das wird schon funktionieren. Damit geht's jetzt los. Der Wagen steht seit einer Woche hier, ne? Ja. Es ist kein Kaltstart gemacht worden. Also alles, was ihr jetzt seht, ist wirklich ab jetzt, ne? Also real life. Also alles. Ich habe zwei Kameras im Auto vorbereitet. Ich bin gespannt, was geht. Wir brauchen noch Tafeln, wie du mal so schön sagst, ja, ne? Mach schon mal Kameras an, du machst die Nummerntafeln dran. Ja. So. Auf geht's, auf Probefahrt. So, ich lege die nächste Kamera mal hier hin. Haben wir nur einen Schlüssel von dem Auto? Ja. Die anderen Schlüssel, die wir dabei bekommen haben, sind nicht von dem Auto, die sind oder? Nicht von dem Auto, die sind von einem anderen Zündschloss. Das ist schon irgendwie... Es fühlt sich an, da kein Widerstand hinter ist, so, ne? So, Sitz ist ziemlich weit hinten. Deswegen, sobald Hydraulik ausfällt, steht da ganz groß Stopp drin. So, wie springt der kalt an? Gut. Eine Woche hat er jetzt gestanden. Ja, wir haben es jetzt... Oh, 13 Grad haben wir draußen. Ja, das ist geil. Oh, ich sehe gerade jetzt die Öldruckanzeige runtergefallen. Die ist runtergefallen? Ja. Der kommt bestimmt gleich zu sich. Deswegen hat der Herr sich vielleicht Zusatzinstrumente hier hingebaut. Wahrscheinlich, ja. Weil vielleicht, weil die Elektrik ein bisschen gespackst hat. Ja, aber diese Jägerdose habe ich ja ohne diese Zwischendinger jetzt eingebaut. Vielleicht hat die damals schon umgesponnen. Jetzt müssen wir das Fahrwerk erstmal auf Niveauhöhe fahren, ja, ne? Zack, zack, jetzt hat was geklackt. Ich guck mal, ob ich irgendwo was sehe, was passiert. Jo, er hebt irgendwas, hebt er sich an. Der geht hoch. Geht er? Ja, er geht hoch. So, Handbremse ist lose. Mhm. Wir sind noch nicht gefahren, ne? Nein. Nur im Prüfstand. Wir haben ja hier nur Sommerreifen montiert und bei 13 Grad sind die ja völlig in Ordnung. Fahrgefühl? Ich kann mich jetzt noch gar nichts einschätzen. Boah, die Bremse, das ist wirklich. Ist gewöhnungsbedürftig. Also die Bremse muss man wollen, sag ich mal. Ich sag mal, wenn das System so gut war, warum hat sich das da nicht durchgesetzt? Die Citroën der einzige war, der sich auf dieses System gestürzt hat. Ich meine, das hat es dann im Mercedes gegeben. Ich glaube, noch ein Hersteller hat das verwendet. BMW, glaube ich, auch mal. Ich habe auch... ist das fürchterlich. Nee, das ist fürchterlich. Das Schlimme ist, merkst du, wie der Arsch so annimmt? Das ist widerlich zu fahren. Nee. Hast du es gemerkt? Ja, sicher. Das musst du gleich auffahren, auf jeden Fall. Aber ansonsten, Motor läuft sauber, aber das hatten wir ja auch schon am Prüfstand gesehen. Ja, ne? Hat auf mehr Leistung, als er eigentlich haben sollte. Ne? Oh, das ist der dritte Gang. Aber auch im dritten Gang kann man anfahren, wenn man sich... Boah, also eins kann ich dir sagen, der Wagen ist sehr empfindlich in der Spur. Also da kannst du gerne alleine mitfahren, weil ich weiß, du fährst immer einen etwas wilderen Reifen, weil du immer gerne was probieren willst. Und ich sag dir, ich finde, das Auto vermittelt mir unfassbare Unsicherheit. Wirklich? Ja, also für mich fühlt sich das, aber das muss man wollen. Das ist, glaube ich, nicht falsch, aber für mich fühlt sich das unsicher an. Also für mich ist das gar nichts. Also ich weiß, dass dieses Auto ein Gleiter sein soll. Das soll ja, aber dich echt entspannt von A nach B bringen. Ja, aber das tut, also mich entspannt das nicht. Ja, weil du an anderen, sagen wir mal so, eher tiefer. Also ich will, wir sind ja mitten auf der öffentlichen Straße, ich will jetzt hier keine Manöver machen, aber nee, das ist sicher. Das ist sicher. Aber mir verbietet das keine Sicherheit. Okay. Also das muss man wirklich wollen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, wie ich immer hin und her korrigieren muss. Ich habe das Gefühl, ich muss das Fahrwerk so ein bisschen korrigieren. Nee, Leute. Also für die Leute, die sagen, ich habe da Bock drauf, also ich werde hier nicht, ich werd hier nicht belohnt. Das Auto sonst fährt wirklich gut. Aber die... Das könnte euch bald wohl der Pfeffer wechseln. Also da tut mir leid, Leute, wenn er da sagt, das ist geil. Also dann ich komme gerade gar nicht klar. Ich habe mich wirklich gedacht, boah, geil, habe mich richtig gefreut. Ich traue mich gar nicht Vollgas zu geben. Du willst mal Vollgas? Das Auto, ich finde es nicht. Ich gebe jetzt mal nochmal Vollgas. Also da bin ich gespannt, was dein Fazit ist. Vielleicht bin ich eine pingelige Angstwurst oder was der Teufel was. Wir haben heute natürlich super Voraussetzungen. Es ist super windig. Ja. Wir fahren das Fahrzeug in der Fahrhöhe. Die Spur
auch die Bremse, das, boah, ich weiß gar nicht, ich will keine Beleidigung raushauen, ey. Ich komme nicht klar. Oh mein Gott, in jedem Video habe ich dieses Auto gelobt und habe es gefeiert, ja. Und hab mich gar nicht einbekommen. Und jetzt bin ich das erste Mal, wo ich sage, das nicht meins. Also mir vermittelt das keine Sicherheit. Also für dich ist das schon eher so, dass du sagst, das ist, wenn du damit länger fahren müsstest, ist das sehr anstrengend für dich. Das ist für mich schlimmer, wie mit dem Wohnmobil zu fahren. Okay. Also ich bin gespannt auf deine Meinung gleich. Mhm. Der Motor zieht Drehmoment stark durch, hat richtig Power. Also motormäßig gibt es hier nichts zu meckern. Licht funktioniert, aber auch hier innen drin, alle Beleuchtungen und so funktionieren. Ja, die habe ich alle kontrolliert. Also mit dem Blinker, das gibt es ja bei manchen Autos auch so. Ich glaube aber, dass die auch keine Zurückstellung haben, ne? Glaube ich nicht, ne? Ich glaube, dass man die immer... Ja, was ist ein Stopping? Aber es ist alles ganz weich, oder? Du kannst die Leute, die hinten sitzen und schlafen, richtig ärgern. Ich guck mal, wir haben jetzt hinter uns kein Auto. Ja. Ich bremse mal einmal ein bisschen fester. Junge, der hüpft richtig hinten raus. Das muss man echt wollen. Also ich sag euch, ich bin damit fertig. Wirklich? So schlimm? Mag sein, dass das einer mag, dass du das magst. Vielleicht holst du den auf einen runter. Tut mir leid, Alter. Ich sag's genauso, wie es ist, Alter. Aber das ist was für Enthusiasten. Weißt du, was ich gerne mal ausprobieren möchte? Ich weiß, dass man so nicht fahren soll, ne? Mit dem Fahrrad. Na, überhaupt nicht. Weil jetzt liegst du nur noch auf den Gummipuffern auf. Okay. Eieiei. Okay. Also ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber dann setzt ihr direkt überall auf. Ich fahre immer wieder Fahrwerksmäßig. Wie die Leute hier an der Tankstelle angucken. Jetzt liegst du eigentlich nur noch auf diesen Gummidreiecken auf. Viel besser. Naja, das ist deine übliche Härte, ne? Ja, das ist jetzt härter schon wie... Oh, das fühlt sich ja wie Polofahren. Hey, das verstehe ich. Ihr hüpft auf Gummis rum, merkst du das? Yes, hey, so, ja. Hey, aber jetzt? Jetzt ist natürlich super direkt. Jetzt hast du nur noch die Gummipuffer als Feder und als Ding. Super. Aber Bodenwelle darf jetzt keine kommen. Aber jetzt ist dieses indirekte Fahrgefühl weg. Das ist weg. Ist die Bremse denn jetzt? Ah, der Druckpunkt, der... Boah, Junge, also... Na klar, kann man so nicht fahren. Ihr wisst ja jetzt von außen, hüpft ihr gerade wahrscheinlich über Dortmund und Straßen. Der Hüpfen ist kacke aus. Aber die Bremswirkung ist auch besser. Also, ich biege jetzt hier mal links ab. Müsst ihr abbiegen oder das haben wir frei hochlassen? Nein, das geht. Die Räder schleifen nicht. Das ist super. Wenn das Wind geht, sieht auch damit aus. Ne, der schleift nichts. Aber jetzt, der Bremsdruckpunkt ist super. Hier, ihr sitzt auf. Ich packe sie am Straßenrand, mach den erstmal wieder hoch. Jetzt fährt das Fahrwerk sich gerade hoch, glaube ich. Ich glaube, du bist jetzt eigentlich schon zu weit oben fürs Fahren. Weil wenn du jetzt nämlich die eine Stufe höher gehst. Doch, der geht nochmal höher. Der geht nochmal höher und geht dann nochmal höher. Zack. Ja, aber ich habe mal geguckt bei den Autos, die Abbildung, die stehen alle so hoch. Ja, aber wenn geh von der Stufe, gehen wir jetzt in die letzte Stufe. Nein, lass uns mal eine Fahrübung. Lass uns jetzt hier nicht. Das Fahrwerk steht so hoch. Ich habe mal drauf geachtet, weil wenn der abgestellt ist, steht der gut. Die Fahrzeuge stehen vorne wirklich so hoch. Guck mal, wie er jetzt runterfährt vorne nochmal. Ja, aber was mir aufgefallen ist, wenn du von eine Stufe vor Höchststand und dann auf Höchststand gehst, da ändert sich nicht mehr viel. Das ist vielleicht das muss vielleicht mal eingestellt werden. Aber ich sag mal trotzdem, glaube ich, ist das so okay. So, wir wechseln jetzt mal eben die Position. Ich sag euch, ich bin fertig. Also ich finde halt, dass die Pedale sehr weit beieinander stehen. Für mich ist das absolut unsicher. Und ich finde, das federt auch jetzt nicht so geil ab, oder? Es kann sein, dass Dämpfer kaputt, also diese Kügelchen schon kaputt sind. Nee, es federt ja schön, das merkt man ja richtig. Also, das ist, glaube ich, die Hydraulik. Die jetzt federt. Ich glaube auch, man darf nicht vergessen, das Auto ist 35 Jahre alt. Ne? Und dass das dann nicht so abfedert wie eine S-Klasse oder wie jetzt der A8 zum Beispiel. Ich glaube, die Vollendung von dem Fahrwerk hast du im C6 kaufen können. Genau, das habe ich auch gelesen. Das zum Beispiel nervt mich auch immer an alten Kopfstützen. Da muss man die so nachziehen, dass die nicht immer runterrutschen. Aber ich sage euch eins, das wäre nochmal ganz wichtig, das ist meine persönliche Meinung. Ich würde damit keine 100 Kilometer fahren.
Also ich bin so enttäuscht vom Fahren, dass ich gedacht hätte, das haut mich richtig um. Es kann auch sein, dass ich dann ganz anderer Fahrer bin wie anderer, aber mir vermittelt das keine Fahrsicherheit. Wenn das Fahrsicherheit vermitteln soll, also derjenige, der sich dann heute in einen, der wird dieses Auto sein Leben lang gefahren ist und er setzt sich in mein A8 rein, ne? Der versteht die Welt nicht mehr. Naja. Und du kannst mir nicht sagen, mein A8, dass das auf Sport getrimmt ist. Nö. Das Auto ist auf elegant und auf Luxusliner getrimmt. Ja, aber das hat nichts. 30 Jahre dazwischen, ne? Okay, dann setze ich mich in einen 30 Jahre alten V8. Und der fährt 300 mal geiler wie das hier. Und was ist so dein erster Allgemeineindruck? Also, der hat Lenkspiel, das ist definitiv so. Aber jetzt nicht so schlimm wie der 123, hat meiner Meinung nach schon mehr Lenkspiel gehabt. Lenkspiel nicht, sondern die Lenkung ist viel indirekter. Das ist sehr eng, ja. Das gebe ich wirklich zu. Was denn? Das Wanken von links nach rechts ist sehr eng. Und eins kann ich euch auch sagen, das hat nichts mit einer Achsvermessung zu tun. Falls Leute sagen, das liegt an der verstellten Spur, ich weiß nicht, wie eine verstellte Achse anfühlt, das hat damit nichts zu tun. Also das merkst du, ich habe es ja gerade gemerkt, sobald ich das Fahrwerk absenke auf den Nullpunkt, dass er nur noch auf den Gummis nicht mehr federt, sondern einfach nur noch vor sich hin hüpft, da ist das auf jeden Fall besser. Und da habe ich dieses Gefühl nicht und da würde die Spur sich ja auch nicht verstellen. Zumal Citroën das ja so ausgearbeitet haben muss. Wir wissen ja, wenn man ein Auto tiefer legt oder höher legt, verändert sich ja die Spur. Ja. Und in dem Fall müssen die das ja so komprimiert rechts dann da. Ich vergesse mal, dass du dich hier null auskennst. Da kenne ich mich gerade wirklich null aus. Sitzen tue ich sehr geil. Das muss ich sagen, sitzen sehr bequem. Ich finde auch den Style des Autos halt unfassbar geil. Da bleibe ich ja bei. Aber das holt mich jetzt nicht ab. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit meinem Inneren gerade klarkommen soll. Weil ich bin so enttäuscht, dass mich das nicht abholt, weil ich so begeistert war von dem Auto hier an der Ampel rechts. Ja, wenn du die Bremse kurz vergisst, merkst du, dass das unangenehm ist, ne? Ja. Weil tritt mal ein bisschen fester einmal. Er schaukelt sich hinten wirklich komplett auf, ja. Der hebt sich, es soll alles Komfort vermitteln. Man spürt, dass das trotzdem sicher ist und der gut bremst, aber du merkst, dass das Komfort vermitteln soll. Ne? Ja, absolut. Aber wenn sich die Masse jetzt nach vorne verschiebt auf die Vorderreifen beim Bremsen, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Nee, das auf keinen Fall. Wenn das ABS da natürlich zu funktioniert, wo ich fester gebremst habe, dass der gut bremst, auch mit den Reifen, dass das gut packt. Weil die Reifen, habe ich ja gesehen, sind nagelneu. Die sind zwar alt, aber nagelneu. Weißt du, an wen du mich erinnerst? An den Busfahrer, der mit zwei Händen immer schaltet. Kennst du den? Eieiei, blenden wir mal hier ein. Der Busfahrer, du bist mir zu voll. Du reißt da mal an dem Hebel rum, ey. Das ist heftig, ja. Das ist wirklich. Also, wenn du willst, kannst, dann ist es wirklich wie so eine Schaukel, wie so ein Schiff. Ich bin mal gespannt, du musst ja jetzt gleich auf die 236 auffahren. Was du dann dazu sagst. Erstmal muss man ja sagen, Hut ab, du hast technisch alles hinbekommen. Weil Lüfter laufen, wir haben 85 Grad Wassertemperatur, es sind keine Unauffälligkeiten, der Wagen qualmt nicht, bockt nicht, stottert nichts, hier qualmt nichts, hier knarzt nichts. Da man merkt, dass dieses Auto älter ist. Also die Schläge, die abgefedert werden, das macht er gut. Ich sag's jetzt ehrlich, das macht mein Passat besser. Power zum Beispiel bin ich beeindruckt. Also der Motor, das merkst du, aber ich finde, das ist schon fast zu viel für den Wagen. Macht Bock. Der Motor macht wirklich Bock. Ja. Das ist echt, also Motor ist geil. Aber ich sehe schon, du fährst das. Ich bin zu empfindlich, glaube ich. Wie fühlt sich das für dich jetzt an? Ich glaube, ein paar Reifen sind im Wucht. Aber merkst du das, wie sehr empfindlich der in der Lenkung ist? Ich weiß, was du meinst. Also wenn du so eine Spurvorgabe machst, dann folgt der nicht sofort, sondern du merkst so richtig Gedenksekunde, Auto richtet sich und geht dann erst in die Bewegung. Das meinst du wahrscheinlich, oder? Wie ist dein Eindruck? So würdest du sagen, das fühlt sich safe, fühlt sich nicht safe an? Auf der Autobahn fühlt sich das safe an. Wirklich safe. Also wenn du aber jetzt sagst, du möchtest eine schnelle Richtungsänderung machen, dann wird es wahrscheinlich heftig werden. Wäre das was für dich? Auf Dauer nein. Nur gebe ich ganz offen der Richtung. Weil da merkt man jetzt so richtig, das macht der 80er schöner. Vom Thomas. Da hat man richtig schön gemerkt, okay, das mag ich, das kann ich. Und hier, nö. Ein matschiges Feedback gibt der dir, ne?
Ich sehe schon, die ganzen Zitronenfahrer, ihr habt euch alle gefreut, wie ich gesagt habe, ja, hier hält einer die CX-Fahne hoch. Und jetzt ist es komplett zusammengebrochen, das Kartenhaus. Es ist komplett zusammengestürzt für mich. Also ich sage euch, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, für mich gibt es da, ich würde da nicht nochmal mitfahren. Wirklich? Ich würde nicht nochmal mitfahren, das holt mich null ab. Null. Ich bin wirklich, für jedes Auto kann ich mich immer irgendwie begeistern. Der Motor ist toll hier drin, keine Frage. Der Motor in Verbindung mit der Optik und zu wissen, dass es ein GTI ist aus der zweiten Serie mit der Farbkombination, alles geil. Aber wenn du mir sagst, hey, Crema 21 damit fahren, auf gar keinen Fall. Okay, ich weiß nicht, ob sich vieles noch ändert oder ob sich manches vielleicht noch verbessern würde, wenn man länger damit fährt. Nein, du passt dich natürlich deinem Auto an, ne? Mhm. Also du stellst dich auf das Auto ein, aber ich will mich nicht auf sowas einstellen. Okay, du bist eher der Typ, der dann sagt, okay, das Auto muss... Ja, nein, aber mir muss das ja gefallen. Du passt es ja an. Ja? Ne, genau, du kaufst dir ein Auto, wie du dir einen Fahreindruck vorstellst. Ja. Und es gibt zum Beispiel Autos, wo ich positiv überrascht bin. Ich muss an den Fiat 128, nee, an den 128? 107, an den grünen. Nein, an den gelben, 127. Okay, ja. An den gelben 127er Fiat denken. Bis auf die Schaltung. Bis auf die Schaltung hat der mich voll abgeholt. Auf jeden Fall. Ich habe gesagt, für so ein altes Auto fährt der ganz toll. Ich kann mich damit im Straßenverkehr bewegen, ich hätte da richtig Spaß dran. Aber hier ist mir einfach, ich muss mich an die Bremse gewöhnen, ich muss mich an das Fahrwerk gewöhnen und, ich will das einfach. Also da sage ich euch, das wäre das, was ich nicht unbedingt wollen würde. Ich glaube, ich muss zugeben, ich übertreibe es vielleicht ein bisschen. Aber für mich vermittelt das kein gutes Fahrgefühl. Du übertreibst nicht. Du hast ja eine gewisse Vorstellung, wie ein Auto sich für dich wie sich das sicher anfühlt. Ja. Wie wenn ich schnell auf eine Autobahn fahren will. Ich zum Beispiel muss auch zugeben, mein LT, mein Camper. Ich bin den mit 110 über die Autobahn gefahren und das ist mir zu unsicher. Es fühlt sich nicht gut an. Und ich habe viele Leute gesprochen, die auch so ein LT haben, die haben gesagt, ich kann das genau nachvollziehen. Und ich kann dir sagen, es gibt Ducato-Modelle, die haben das nicht so stark. Die sind nicht so seitenwindempfindlich. Und du kannst einfach sagen, es gibt Fahrverhalten, die gefallen dir und es gibt Fahrverhalten, die gefallen dir nicht. Und das hier ist definitiv eins, wo ich sagen würde, das holt mich nicht ab. Ich finde es aber beeindruckend, bei jedem Schaltvorgang merkst du als Beifahrer, wie das Fahrwerk hinten das schön einfedert, beim Bremsen das schön ausfedert und dir dem Fahrer einen absoluten Komfort gibt. Das ist wie auf einem ausgelutschten Sofa sitzen gerade. Weißt du, was bei dem jetzt interessant wäre? Ein Fahrsicherheitstraining machen mit dem. Wo sind da die Grenzen und wo sind bei anderen Fahrzeugen? Oh ja, das würde mich auch interessieren. Oder das wäre ein Auto, da sage ich dir, da werde ich ihn jetzt auch zeitnah zu anrufen. Ich will Jean-Pierre auf der Lassisee damit sehen. Ja! Ich will Jean-Pierre mit der Lassisee auf dem Auto sehen und ob der sich auch die Hose voll macht. Ob er da sagt, was ist das denn für ein kranker Scheiß? Weil da bin ich mal gespannt, der hat ja auch schon mal ein paar Autos da drüber gegeben hat. Ich glaube, das ist das perfekte Auto, bevor wir noch den Lader nehmen, dann erstmal den, sobald es trocken ist, rufe ich den an und sage ihm, ich weiß, er hat das Auto ja auch gefeiert, ja. Dann soll er das mal über die Lassisee bewegen. Und ohne mich auf dem Beifahrersitz. Vielleicht auch mit, das weiß ich noch nicht. Aber im Motor, leistungsmäßig wird der auch begeistert sein, aber Fahreindrücke, nee. Motor ist geil. Der ist wirklich geil. Du merkst den Hubraum und den Turbo. Das ist so super. Ja, der Motor macht das sehr, sehr gut. Das muss ich auch sagen. Habe ich auch gesagt, Motor-Getriebe-Konzept hier drin, sehr, sehr schön. Sonnenblenden nerven ein bisschen. Ansonsten, wie gesagt, toll geschraubt, muss man ganz klar sagen. Der Wagen fährt gut, da gibt es nichts zu meckern, aber mich hat er leider gerade mein ganzes Kartenhaus ist zusammengestürzt. Also bevor er zum Jean-Pierre geht, wirklich, wenn er das wirklich machen möchte, würde ich ihn aber wirklich gerne noch auf der Bühne stauen und ob die Maße wirklich stimmen vom Fahrwerk. Ja, ich glaube, dass er vorne wirklich ein bisschen zu hoch steht. Das können wir uns ja eben wohl. Jetzt die Fahrhilfe, vielleicht kann ich das ja gleich mal zeigen von außen. Weil was ich gerne in dem Video auch noch zeigen möchte, ist, ich würde gerne mal ein paar andere Felgen drauf machen. Wenn ich so Autos in Rallyes sehe, habe ich gesehen, standen die alle hoch wie ein Hochhaus. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Keiner hat das auf den Boden gelegt. Ich will das Fahrwerk mal von außen zeigen. Du fährst jetzt gleich mal zurück, dann fährst du mal an, dann gucke ich mal an, wie der hinten eintaucht und dann bremst du mal am besten. Ach, guck mal, wie das Auto, ob man das sehen kann. Er macht das hinten. Fahr mal vor, bremst mal fester. Eieieiei. Aber guck mal, er passt das Fahrwerk sofort wieder an. Wenn er jetzt zurückfährt, hebt er noch an.
Also das Fahrwerk hinten arbeitet super viel. Und er steht in der Waage. Aber er steht vorne sehr hoch. Ja, er steht ja jetzt wie, das ist unnormal hoch, meiner Meinung nach. Ja, so soll man auch nicht fahren, nur ganz langsam im Gelände. Das ist unnormal hoch. Ja. Und jetzt gebe ich eine Stufe runter. Passiert nichts. Da passiert fast gar nichts und das kann nicht sein. Nein, ich sage dir, da ist vielleicht was verstellt noch. Fahr doch mal in die Fahrhöhe, also in den Knopf. Ja. Das ist die Fahrhöhe. Das Coole an dem ist, wenn du Fahrhöhe haben willst, brauchst du einfach nur da drauf drücken und der hupft automatisch in diese Stellung. Ich bin der Meinung, der steht vorne zu hoch. Deswegen, also den würde ich echt mal checken, ob das passt. Oder wenn es passt vom Citroën her, dass man sagt, okay, wir stellen ihn ein bisschen runter. Weil ich finde das vorne komisch. Ich komme mal von der anderen Seite. Fahr mal vor und zurück. Aber das vordere Rad, man sieht, dass es arbeitet. Also das Fahrwerk arbeitet schon, aber hinten mehr. Nee, also ich glaube, dass vielleicht irgendwas nicht vorne stimmt. Fahr mal ganz runter. So ist das einzig Wahre für mich. Fahr jetzt mal vor und zurück, dass du mal selber das Feeling merkst, dass das anders ist. Ich glaube, der Auspuff setzt auf. Ich glaube auch. Der geht viel zu hoch, meiner Meinung nach. Und die vordere Federung arbeitet kaum. So müsste er stehen bleiben. Und jetzt geht er vorne viel zu hoch, meiner Meinung nach. Ja, steht. Ja, aber federt das denn vorne jetzt? Guck mal, also das ist so, ihr seht, das federt eindeutig. Also ist jetzt nicht so, dass das nicht federt. Aber es ist freigängig, also es federt. Eigentlich soll es jetzt nur über diese CO2-Ladung in den Kugeln federn. Tun wir einen Gefallen, kannst du mal schneller um die Kurve fahren hier und den Prüfstand, in Richtung Prüfstand? Ja, jetzt will ich mal sehen, ob das Fahrwerk eintaucht, weißt du, wisst ihr? Es geht ja nur darum, ob ich will sehen, ob der Wagen eine Wankbewegung macht. Ja, eindeutig. Und jetzt federt er auch vorne. Das Rad geht nahezu bis fast bündig. Also es funktioniert alles. Und jetzt steht er auch vorne nicht mehr ganz so hoch. Aber ich glaube, man muss sich einfach daran gewöhnen. Ja, weil ich sage jetzt das. Die letzte Bremsung da vorne, die hat sich nicht unsicher angefühlt. Überhaupt nicht. Ja, du musst dich an so ein Auto gewöhnen. Ja. Das ist halt einfach ein Gewöhnungsteil. Also wir fahren mal rein und gucken mal, wie die Räder hinfixen. Ja. Naja, was wir jetzt mal machen eben, wir haben ja gesagt, wir holen mal die Zenderfelgen runter. Das ist natürlich Geschmackssache. Das 15 Zoll, das 16 Zoll, ich sag mal ganz ehrlich so, den Style der Felge sehe ich auf dem Auto eigentlich nicht. Oh Mann. Patrick, was ist passiert, Alter? Ich bin total deprimiert, ey. Aber auch die Felge, ich finde die anderen besser, weil die größer sind. Die sind nicht größer, die sind kleiner. Das ist 16 Zoll, das ist 15 Zoll. Du machst gerade 16 Zoll drauf. Ich mache 16 Zoll drauf? Ja, und du hast hier 15 Zoll. Das ist 16 Zoll. Und so eine Mehrteiler-Optik wirkt immer... Das sieht super scheiße aus. Bin ich voll bei dir. Du mach direkt wieder ab. Mach direkt wieder ab. Jetzt übertreiben wir und eskalieren natürlich komplett. Wir haben hier noch Speedline-Felgen. Die hatte ich ja für den Alpha bestellt und das hat leider nicht gepasst, weil der Alpha Stehbolzen hat. So, jetzt könnte das sein, das ist ja für den Alpha oder für den Lancia, wie ihr seht, mit so einem System befestigt. Ich weiß nicht, ob das natürlich bei Citroën passt, deswegen, das sieht gut aus. Und ich sag euch eins, dieses Auto, ihr werdet gleich übrigens noch einen Bonus kriegen. Ey, ihr beiden, ihr da gerade im Busprojekt seid, wollt ihr gleich mal ein Wir fahren mal eine Runde, wenn du das sein wolltest. Wollt ihr mal mit so einem schönen Auto fahren? Ja, aber nur weil die zwei da hinten dran sind. Ich sag euch, das müsst ihr euch geben. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Ich sag jetzt nichts mehr. Würde von der inneren Felge her passen, ne? Guck mal, ob die Verbreiterung da drauf geht, also dieses Plastikgesärmes. Ich glaube, das geht gar nicht drauf, weil dann hat sich das nämlich auch gerade schon erledigt. Das ist, glaube ich, 8x17. Ne. Liegt schon an, ne? Sollen wir mal vorne spaßhalber eine Felge da drauf machen? Ich freue mich gleich schon auf eure Probefahrt. Aber es würde passen. Junge, da kannst du ja den ganzen Traktor reinstellen vorne. Also es würde so passen. Also würde also das. Bis dahin würde es gehen, so wie er jetzt ist, danach nicht weiter. Okay, also würde es technisch auch nicht passen. Nein. Weil das sehen wir auch gerade. Also das Felgenthema. Ah, nee, auch nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal fix die Originalräder wieder drauf. Machen nochmal eine Probefahrt.
mit den Jungs, dass die beiden hier auch mal ihr Feedback zu dem Auto geben. Ich bin mal gespannt, nicht, ob meine Meinung abgegeben, Patrick hat seine Meinung angegeben. Ich bin mal gespannt, was ihr beiden jetzt sagt. Also viel Spaß mit Julian und Jan. Jetzt viel Spaß mit den beiden Jungs. Ich lasse sie mal ganz alleine hier und es hat gerade angefangen zu regnen. Oh, Fahrweg ist geil, man merkt direkt, dass das runter und wieder hoch geht. Zum Flughafen, schnell. Falsche Fahrzeug, wir sind nicht bei Taxi, Taxi. Oh. Ach so, ich dachte, weil er ist Franzose. Ich habe keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was mich jetzt hier erwarten wird. Kommandozentrale ist schon geil. Willkommen in der Zukunft. So. Wieso hat eigentlich Doc Brown da keine Zeitmaschine reingebaut? Keine Ahnung, wo haben wir hier wohl unseren Wischer? Ja. Was ich erstmal gerade total ungewohnt finde, ist dieses Lenkrad. Weißt du, was ich noch schlimmer finde? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses Fahrzeug heißt. Auch ein Citroën. Da bleibt. Alter. Da bleibt. Hör doch mal auf, Mensch. Da bleibt dann Mitte stehen und nur der Kratz außenrum bewegt die, sich. Die Picasso-Dinger. Ja, das ist ganz schrecklich. Heftig. Was interessanter ist, ich habe eingelenkt. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Nicht dein Ernst. Ich bin wieder auf gerade. Alter. Sonic, bin ich so gar keine Rückmeldung. Das ist so. Du musst dich nicht festhalten, Mensch. Der Patrick sagte, das Fahrzeug, das Fahrwerk ist innovativ. Er fährt damit auch 10.000 Kilometer. Hat er gesagt. 1.000 Kilometer. Ich habe den BMW bevorzugt. Ich bin dabei, ich bleibe dabei. Der Griff bleibt hier. Lass das. Ich sag mal so. Wäre das ein. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Genau wie bremsen, entweder gar nicht oder volle Pulle. Das muss man mögen. So, ich mach das mal ganz kurz weg, weil das nervt. Ich bin immer noch hier von total. Von einem Schlag. Lenkrad loslassen. Dann grad wieder in Nullposition. Der Autopilot, Mann. Du kannst ja immer nur geradeaus fahren, ja. Ich weiß nicht, ich kann dem einfach nichts abgewinnen. Leute, es tut mir wirklich leid. Das ist auch wirklich nicht böse gemeint oder weil es ein Franzose ist oder irgendwas. Oh, es geht weiter. Aber ich sag's mal so, weißt, das ist, wenn BMW, wenn VW, weiß der Teufel, egal was es ist, Vorsicht, ein japanisches Fahrzeug wäre oder ein englisches, würde ich das genauso feiern. Es geht nicht darum, weil es jetzt nicht kein deutsches Fahrzeug ist oder irgendwas. Ich möchte das wirklich klarstellen. Das mag alles super innovativ sein für die damalige Zeit, aber für mich persönlich ist das einfach nicht zu Ende gedacht und nicht durchentwickelt. So sehe ich das. Ja, gehen wir mal Mr. Washmünze. Oh, Mr. Washmünze, ja. Da war hier ja auch ein Make. Let's go. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe es halt einfach so. Diese ganze Wartungsreparaturfreundlichkeit und jetzt auch noch diese Probefahrt. Ganz ehrlich, davon abgesehen, diese Wartungsreparaturfreundlichkeit, ich sag ja, ich bin in einer Werkstatt mehr oder minder aufgewachsen, wo es damals hieß, Franzosen kommen uns nicht auf den Hof. Das hat ja irgendwo auch einen Hintergrund, obwohl ich selbst persönlich sehr wenig bis jetzt daran geschraubt habe oder an gerade sowas hier geschraubt habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich einfach diesen Schrauben in Kontext zu dem, wie es hier gerade fährt, setze, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das so gar kein Auto für mich. Ne, für mich sowieso nicht. Mir gefällt es von A bis Z nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Es ist einfach so. Auch wenn mich jetzt irgendwelche Leute dafür vielleicht steinigen würden. Ja, aber du wirst gleich sehen, was ich meine. Das ist fahrgefühltechnisch, das ist. Also eigentlich vermittelt dir das keine Rückmeldung. Du guckst aktiv, ob das wirklich dahin fährt, wo du hinlenkst. Und dann lässt du das Lenkrad los, es geht automatisch wieder in Nullposition. Also jetzt nicht so nach dem Motto, das Fahrzeug rollt und es geht in Nullposition, so wie man es gewohnt ist und so wie es soll. Nein, ich lenke ein. Volleinschlag, lasse los. Ich sehe gerade, ist wieder gerade. Mich würde interessieren, wie das ja, genau durch die Hydraulik funktioniert. Ist auf jeden Fall immer gut bei der Achsvermessung. Ich gehe immer in Null, ja. Ach, ganz ehrlich, das ist so. Du hast ein bisschen Poltern, klar, da ist auch alles alt. Wir haben jetzt achslagertechnisch noch nicht wirklich was gemacht, weil optisch gut. Aber wenn du jetzt hier so leichte Unebenheiten hast, ist das schon ganz geil. Weil ja klar, du schwebst da drüber hinweg. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt. Es ist die ganze Zeit immer so eine leichte Bewegung drin. Aber es gibt dazwischen nichts. Das ganze Auto kippt, es nickt. Ja, das wird sich gleich überschlagen. Ne? Es ist ein ganz eigenartiges
Druckgefühl. Ist ein bisschen so, wie wenn Stoßdämpfer, also so Öldruckdämpfer, kein Öl mehr drin haben. Kennst du das? Oder bist du schon mal mit so einem Auto gefahren, wo kein Öl mehr in den Dämpfern drin ist? Ja. Ich sag ja, habe ich ja gerade zu Anfang gesagt. Also wäre das hier ein normales Auto, würde jeder sagen... Die Stoßdämpfer sind kaputt. Das ist echt komisch. Das doof gesagt, das Bremsen ist ein ganz ekliges Gefühl. Das ist, ich sag mal so, einen Druckpunkt habe ich nur 0 und 100, also sehr binär, 1 und 0. Also entweder ich bremse gar nicht oder ich beiße es ins Lenkrad. Vielleicht, wenn man es längerfristig fährt, hat man sich dran gewöhnt und kann das feiner dosieren, aber ich bis jetzt noch nicht. Vor allem laufe ich immer Gefahr, hier von der Sonnenblende da hier skalpiert zu werden. Ja gut, die Sonnenblende, das wäre jetzt so ein Ding, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, dass es nicht so hängt. Aber es ist, ich denke, an der Bremse werden wir nicht viel machen können. Aber jetzt kommt eine Kurvenfahrt. Das ist ganz schön mutig. Das fühlt sich komisch an. Klar bin ich mutig. Stuhl mal richtig rein hier. Boah, Anzug ist aber gut. Ja, kommt was. Der Turbo ist nicht schlecht. Ja. Ja, was denn los? Ich sag nichts mehr. Mit jedem Wort mache ich mir nur noch mehr Feinde, das weiß ich. Jetzt auf damit! Du wirst es gleich sehen. Ich tippe nur an. Das ist nicht mal böse gemacht. Du hast dazwischen keinen Dings. Ja, ich parke hier jetzt mal irgendwo. Oh, guck mal da. Sind sie damals mit dem Alpha 75 stehen geblieben? Ach ja, schön war hier. Aber direkt am Kiosk, ist ja neu. Das ist ja gut. Okay, dann wirst du gleich sehen. Hier hat es eigentlich irgendeinen Platz zum Drehen, verdammte Scheiße. Und was mir auffällt mit Arbeitsschuhen, dieses Auto hier fahren, ist einfach uncool. Kann man hier mal ein bisschen irgendwie lüften oder so? Weil das beschlagnahmt hier alles. Ich habe keine Ahnung, wie das hier angeht. Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Aber bis dahin sind wir schon wieder in der Firma. So, jetzt komme ich wieder zu meinem... Das ist viel. Man ist es ja gewohnt, aber es ist schlimmer. Was heißt denn eigentlich hier bei rückwärts AR? Automatischer Rückwärts? Ich habe keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall rückwärts da. Also an der Stelle. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ach da. Hier hinter, glaube ich. Ja. Du sagst gerade als Beifahrer noch. Das ist ja ganz angenehm. Hey, aber weißt du, was ich allein schon interessant finde? Dass ich mir hier die Mütze... Das Bremspedal, das steht viel tiefer als die anderen. Ja, deswegen sage ich ja. Es ist auch mit... Ach du Scheiße, was ist das denn? Das ist nicht dein Ernst. Du wirst das gar nicht sehen. Nein. Doch, du hast gerade noch gesagt, ich soll das nicht absichtlich was machen. Was ist denn das? Ich habe dir gesagt, ich habe das nicht absichtlich gemacht. Weißt du, wie sich das anfühlt? Hier früher Autoscooter, das Gaspedal. Es gibt nur 0 und 1, weißt du? Sagte ich gerade. Wenn du gerade sagtest, das fühlt sich eigentlich gar nicht so schlimm an, dann bin ich jetzt gleich drauf gespannt. Na interessant. Ich kann leider nicht fahren, ich komme nicht an den Pedale. Du musst, wir finden dafür jetzt einen Weg. Ja doch, das ist der Hebel. So, oh, jetzt habe ich es kaputt. Scheiße! Die Sitzverstellung hat sich gerade. Es tut mir leid! Okay, ich versuche es irgendwie so. Ich hoffe einfach nur, dass das jetzt nicht komplett nach hinten ausrastet. Hui! Ich gebe dir einen Tipp, das ist gar nicht so schlimm, solange du als Gaspedal reinkommst. Bremsen tut das auf jeden Fall. Ja. Probefahrt mit Tränen in den Augen. Weißt du, was ich... Das ist echt irre, ey. Der Fischer schreit auch schon um Hilfe. Mach dir mal aus. Ach du Scheiße. Da ist nichts, Julia. Wo hast du das Ding jetzt hingetan? Ich hab's einfach wieder drunter gestopft. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Reinstuhlen hier. Wow. Also, Anzug ist gut. Das muss ich jetzt wirklich zugeben. Aber es ist Kuppeln. Ich formuliere es höflich. Das, was der Leistung hat, fühlt sich irgendwie gefährlich an. Man ist es nicht gewohnt. Ja. Du hättest hier auf dieser Spur bleiben können. Ja, richtig. Ja. Siehst du, das Auto macht mich richtig wuschig. Oh.
Der Sack ist im Arsch. Wie soll ich es formulieren? Für das, was das Auto kann, finde ich, ist die Rückmeldung keine. Das ist Katastrophe. Ja, es ist halt einfach. Ich weiß nicht. Ich glaube, das muss man wollen. Ja, das muss man wirklich wollen. Also da. Der Einzige, der es bis jetzt wollte, ist Patrick. Der ist wirklich der Pro-Citroën. Ich weiß nicht, wie es jetzt nach seiner Probefahrt ist, aber ja, während des Ganzen war er Pro. Also, nein, wie gesagt, die ganzen Unebenheiten. Wir befinden uns auf der B1, hier, der schon mal lang gefahren ist, kennt das. Das ist hier nicht ganz glatt. Aber dafür keinerlei Lenkrückmeldung. Gleich beim Bremsen weiß ich auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, das Lenkrad, aber ich glaube, die haben mitgedacht, weil, guck mal, hier ist lange nichts. Und man kann nicht ins Armaturenbrett beißen. Ja. Was allerdings ein lustiges Feature ist, hier dort hinten sogar. Oh, das ist der zweite ganz geil. Seite. Das finde ich ganz geil. Manche Dinge sind ja echt schon ganz lustig. Ne? Also, was ich jetzt zum Beispiel aber wieder gar nicht gut finde, ist Radio in der Mittelkonsole. Das heißt, du musst die ganze Zeit so. Das war früher so. Was ist denn hier hinten? Ach, Ablagefläche, okay. Aber halt mal fest, ne? Also. Du hast dich bis jetzt noch nicht einmal getraut zu bremsen. Das finde ich viel schlimmer. Besser nicht bremsen. Du musst das gar nicht mal machen. Du musst dieses Feeling mal haben. Du hast dich gerade noch drüber aufgeregt. Du hast es bis jetzt vermieden, wirklich mal zu bremsen. Ja. Ist aber auch geil, wie krampfhaft du da sitzt, das Lenkrad festhältst. Ja. Das hat was. Ich habe ja hier auch Verantwortung. Das sagt für mich schon alles. Juhu! Das ist wie so Bullenreiten, weißt du? Hey, boah, die Kupplung. Ey. Es fühlt sich extrem. Die Bremse, ey. Das Einzige, was wirklich schön ist, ist das Gaspedal. Aber alles andere. Jetzt kommst auch du nicht mehr darum rum zu bremsen. Hilfe! Das ist mal. Ich würde sagen, wir stellen jetzt wieder dahin, wo sie ihn vorhin weggenommen haben und hier. Das muss ich sagen, das ist wirklich das einzige geil. Also was ich richtig geil finde, ist das. Pff. Halt mal da vorne gleich. Alter! Du wolltest doch nicht mal bremsen! So. Dann kannst du mal gucken, inwiefern sich das noch verschlimmert oder auch nicht. Verschlimmbessert. Wir fahren das gar nicht hoch. Ah. So, augenscheinlich sind wir jetzt oben. Es bewegt sich nämlich nicht mehr. Jetzt fahr mal und guck mal, wie Wankneigung und Bremsverhalten ist. Wir sind hier auf eigenem Bereich, also. Bremsverhalten. Ich brich ab! Das fährt sich jetzt wie so ein Suzuki Vitara oder so. Ist mit Blattfedern. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu meiner Frage. Wir sehen uns eigentlich, dass das Fahrverhalten nicht so geil ist, wie sie alle dargestellt haben. Zumindest ja. Für uns nicht. Weil man es wahrscheinlich auch einfach nicht gewohnt ist. Weil Konzept ist geil. Aber wer macht das, dass man es so hoch macht und dass das dann fährt wie ein LKW? Warte, ich fahre das wieder runter. Ja, besser ist das. So, jetzt kannst du weiterfahren. Kurzes Fazit von mir. Noch nie so gelacht. Mein Auto ist ja auf jeden Fall nicht. Ich habe noch nie so gelacht bei einer Autofahrt. Oh, ich sehe hier nicht mehr. Scheiße. Oh. Ja, Fazit, ich hatte noch nie so viel Spaß auf einer Autofahrt. Wirklich echt super. So, was wir nach der ganzen Fahrerei vergessen haben, ist ein klares Fazit. Also ich muss eins sagen, ich war von dem Auto 3 Videos lang überragend begeistert. Ich habe mich so gefreut, das Auto in ein Leben zu holen, dass der Patrick es geschafft hat, den ganzen Wagen so technisch wieder perfekt hinzubekommen. Und die Probefahrt hat mich zu 100%, muss ich leider genauso sagen, umgeschwungen. Ich glaube, es kam so rüber, als ob ich nicht mehr Auto fahren kann, aber mein persönlicher Fahreindruck war, wenn der auf Normalfahrhöhe ist, dass er
mir ein schlechtes Feedback gibt. Die Lenkung gibt mir ein schlechtes Feedback, das ganze Fahrwerk gibt mir ein Feedback. Und wenn ich Gas gebe, merkt man, das Fahrwerk geht hinten runter und Hydraulik versucht, das dann alles anzugleichen. Gibt mir persönlich ein schlechtes Feedback. Daher bin ich, ja, enttäuscht kann man nicht sagen, ich finde es immer noch ein geiles Auto, aber ich finde, es trifft nicht meinen Nerv. Das ist meine persönliche Meinung. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns die drei Jungs noch dazu sagen können. Ja, kurz und knapp. Das Auto ist mal was ganz anderes. Es ist von der Technik her natürlich auch wieder was ganz anderes. Aber ich gebe Marco da schon recht. Für mich fährt sich das ähnlich, wenn man mal so ein Auto mit komplett kaputten Stoßdämpfer gefahren ist. Es wankt alles. Die Neigung links, rechts. Du lenkst ein. Du weißt nur, dass du irgendwo hinfährst, indem du siehst. Du merkst davon nichts. Es passt irgendwie nicht. Es fühlt sich falsch an. Ich vergleiche das Ganze ein bisschen mit dem ID. Buzz. Ihr lacht, aber es ist wirklich so. Der Anfang war damals gemacht, aber es war einfach noch nicht Zahn der Zeit. Das ist so ein bisschen meine Meinung zu dem Ganzen. Man hat es versucht, hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Das ist das Ergebnis. Was ich persönlich aber immer noch geil finde, ist, dass die Kiste einfach auf dem Boden liegt. Das ist wirklich aber auch leider das Einzige, was ich positiv anmerken kann. Alles andere bin ich raus. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich sag das da. Ich finde, Langstreckenfahrzeug ist das meiner Meinung nach das Beste, das man sich kaufen kann. Für die Autobahn. Aber da möchte ich dich wirklich beiholen. Ja. Du bist mit mir zusammen gefahren. Ja. Gibt dir das ein sicheres Fahrgefühl, dieses Auto? Auf der Autobahn, ja. Ach, krass. Aber auf der Autobahn, ich habe doch gar kein Feedback. Und dieses Auto hat einen Turbomotor mit 180 PS. Ja. Das ist kein Turbodiesel, wo ich mit 60 über die Autobahn fahre, sondern bei 200 sagst du, fühlt sich das sicher an. Ich denke schon, ja. Ich erinnere dich noch an den Satz, als ihr wiedergekommen seid. In der letzten Kurve fühlt es sich jetzt endlich sicher an. Von der Kurve, ich rede. Ich ja, rede aber auch von auf der Autobahn. Autobahn. Auf der Autobahn hast du Kurven. Wenn ich Kurven fahren will, habe ich damals im Video auch schon gesagt, nehme ich ein anderes Auto. Okay, ich wir fahren die A45, die Sauerlandlinie. Ja. Das ist eine Autobahn. Ja. Da fährst du mit. Also da fahre ich aber auch keine 200. Aber ihr merkt, dass es hier untereinander natürlich verschiedene Meinungen gibt. Aber ich bin mal gespannt. Ich möchte, dass jetzt hier sachlich drunter diskutiert wird. Wirklich sachlich. Wir diskutieren ja auch sachlich. Aber ich finde, bei 200 km/h, was dieses Auto angegeben ist, gibt es mir mit der Lenkung ein absolut, mir persönlich ein unsicheres Gefühl. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich weiß nicht, warum man dafür 200 fahren muss. Wir haben gerade schon ein schönes Beispiel gesagt. Johann denkt an die Kasseler Berge. Bin ich eh nicht. Oder auch Sauerlandlinie. Du fährst 130, 140 und fährst über eine Brücke und hast einmal auf einmal Seitenwind. Im Normalfahrzeug merkst du das. Mit einem Bus zum Beispiel merkst du sowas ganz extrem. Wenn der Seitenwind kriegt, dieses Feedback davon, wo du eigentlich drauf reagierst, was du gewohnt bist, darauf zu reagieren, das habe ich da nicht. Ja. Nochmal, also wenn du sagst, du möchtest ein gewöhnliches Fahrzeug fahren, dann ist das das Falsche. Das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Weil ich habe im Video auch gesagt, das Feedback ist sehr schlecht. Ja, okay. Da habe ich gesagt, der B4 fährt fahrdynamisch besser. Aber das Auto ist ja nicht dazu da, eine Rennstrecke entlang zu bügeln, sondern das Auto ist meiner Meinung nach dazu da, einen Staatschef von A nach B zu bringen, so schnell wie möglich und so gemütlich wie möglich. Stimmt, das Auto wurde, glaube ich, eingesetzt, um Startschiff zu werden. Aber ihr merkt, die Diskussion wäre lang. Wenn du die Wahl hättest, 1000 Kilometer nach Österreich zu fahren, mit dem oder mit dem Audi 200? Das ist gemein. Bis zum nächsten Video. Ciao.